Nein! Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt das Ende gewesen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Ligarennen-Highlight-Video der MXL. Heute melden wir uns aus Portimao, dem drittletzten Rennen der Saison. An meiner Seite wie immer Knitti. Hallo, na? Und Chefstratege Chippy ist auch wieder dabei. Hallöchen. Ich habe eine Aufgabe, liebe Leute. Q1 fahre ich Bestzeit. Q2 fahre ich Bestzeit. Q3, na, fahre ich überhaupt keine Bestzeit. Nein! Ja, ihr seht's ja, Fünfter. Ich hatte einen kleinen Fehler drin. Warum muss mir sowas immer passieren? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Knitti startet von Platz Nummer 9. Aber auch Quali war er Q1 und Q2 eigentlich ganz gut dabei. Meine Qualifikationsrunde, muss ich sagen, war so lala. Bitteschön. Ich muss so schnell fahren. Scheiße! Noch einer? Genau, Chris. Wow, was war das für ein Move gegen GKJOR? Verdammt. Jäger, ich hoffe, es war alles okay. Der hat jetzt schon 3 Sekunden. Oh, der arme Kerl, ey. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, hä, was ist denn jetzt los? Okay, er hatte unerlaubtes Überholmanöver gegen dich. Check your MFD for a new Safety Car. Heisenbrett hat sich in der Wand geschellt. Safety Car. Nee. Der stand auf der Strecke. Ich bin ihm reingefahren. Frontflügel im Arsch. Nein! Oh, nein. Dann würde es Hardstrategie für ihn vielleicht? Oder Medium, Medium. Ja, oder Medium, Medium. Ich pack dich auf Medium. Die Runde reingehen. Bitte. Okay, okay. Auf Mediums. Gut. Okay, we can take you this lap. Verzeihe mir, Senpai.
Okay. Und 25,8 Sekunden. Na Gott sei Dank kann mich McGill nicht genau in die Quere. Aber sagen wir mal ehrlich, die Boxenauswahl ist echt scheiße. Naja. So. Scheiße, Loso hält mich gerade ein bisschen auf. Sorry, Bremswecker ein wenig verlängert, aber alles cool. Egal, Knusper jetzt next. Seht ihr, wie ist bei dir? Reifen? Weiß ich nicht, sag ich dir nachher gleich. Alles fein. Hat er jetzt DRS? Ach, verflixt. Das war ein dummer Move von mir. Okay, kein. Was genau wird das, wenn es fertig ist? Er hätte locker vorbeigehen können. Ist zu nah dran gewesen. So, nächster ist dein Teamkollege. Hinti hat 5 Sekunden. Nein. Ah, ah. Doch, Safety Car. Andi, ah, fuck. Geht auf einmal voll auf den Anker. Vor allem nicht. A new strategy is available on the MFD. Nein. Copy. Den Ticker mit DRS geben, wenn es geht. Ich mach mal ein bisschen lang so. Weiter, 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 fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Bis zur Linie. Jawohl, ausgezeichnet. Lass rechts vorbei, ne? Sprich oder doch. Ich geh rechts raus. Okay, ich alles geh rechts raus, Mike. Ja, okay, ich bleib links. Ah, guter Teammate. Dankeschön.
Hey, war was? War alles ein 19. Oh Gott. Ja, hat ein Disconnect. Och nein. Ach, guck mal, was ist das, ey. What the hell? Scheiße. Tut mir echt leid für ihn. Sasuke geht in der Box. Ach du Scheiße, Sasuke! Das war mal eine knappe Nummer. Verteidige. Bin dabei. Scheiße. Schade. Bleib dran. Nein! Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt das Ende gewesen. Oh Gott, Lucky bleibt am Tibor hängen. Ich berühre Lucky minimal, habe aber keinen Flügelschaden. Gott sei Dank. Stand jetzt, also genau jetzt, würde die WM verschoben werden. Er kommt aktuell auf 19 Punkte. Ich komme auf, ich glaube, 16. Ich brauche 8 Punkte mehr. Jetzt ein Safety Car. Das würde alles durcheinander wirken. Nein. Da sind wir nicht ganz hinten. Ach ja, 5 Sekunden Zeit. Ich brauche. Das ist sozusagen Licht und Schatten, ne? Für mich wäre es Licht, für Knitty wäre es leider Schatten. Die Frage ist, hätte ich vielleicht in der Safety Car Phase reingehen sollen? Was meinst du? Wir waren in der 50-50-Situation. Das Ding ist, wenn ich dich früher reingeschickt hätte, wärst du klar wie vorne vor Ton und Chris, aber ich hatte Angst eher, dass du den Reifenplatzer kriegst. Mhm. Ey, Alter, Jekka! Was machst du hier mit mir, Mann? Ey, Dude! So nicht! Ey, das schicke ich aber ein, Kollege. Das geht ja mal gar nicht hier. Okay, Freunde, die WM-Entscheidung ist vertagt. Ey, nee, LK. Das geht so nicht. Ja, das war aber ein Platz, den ich mir nicht erhofft habe. Ja. Scheiße. Hätten wir früher gehen können, aber ich hatte Angst. Sorry. Davon. Nein, ich glaube sogar, du hast wirklich alles richtig gemacht. Ah. Naja, beim letzten auf dem 9. Naja, wir beide auf unsere Startposition zurück. So, liebe Leute, da haben wir das Endresultat des Portugal Grand Prix. Photon gewinnt vor Sasuke und vor Tibor. Glückwunsch euch drei. Dann Jekajor, meine Wenigkeit, Flo, Schmucki, Lucky, Teamkollege Knitty. Stolz, dass er von ganz hinten noch auf seine Startposition geklettert ist.
Dann Chris, Tomahawk, Kain, McGill, Knusperhuhn, Loso gehen alle mit Punkte nach Hause. Capo, Anteon, Samota leider nicht und Wahl sowie Heisenbrett sind ausgeschieden. Ja, also das Safety Car hat mir so ein bisschen, ja, ich glaube, das hat mir die Strategie ruiniert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich muss mir das nochmal angucken. Ja, wie gesagt, WM-Entscheidung ist vertagt worden. Nächste Station ist Imola. Und wo ist AlphaTauri nochmal zu Hause? Richtig, Imola. Vielleicht WM-Entscheidung auf heimischem Boden. Wer weiß. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Checkt auch gerne meinen Instagram-Kanal aus, da gibt es alle 2 Tage einen neuen Post über alles Mögliche. Link ganz oben in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und tschö.